So, uhu, da sind wir wieder. Ah, das Circle wollte ich machen. Das mache ich heute. Ja. Wo ist es? Da kann ich praktisch alles machen. Da die Dings, die sind auch noch gut, Schulterpads. Da kann ich dann mehr 75 Punkte mehr tragen. Also, das ist noch cool. Ja, da machen wir den mal. Jetzt muss ich ein bisschen Pelz sammeln. Jetzt habe ich die Kälber verkauft, vor die Wolfspelze. Ja, jetzt. Ich glaube, das sollte schon länger. Wo ist es gsi da? Stop. So, alle. Ah, da stehen Mann montiert. Gut, haben wir. Wir gehen zuerst auf Weisslauf. Dann mit dem Jarl reden und dann können wir ein bisschen Missionen machen. Sie? Salut! Salut du! Intirim! Danke, Mary. Cool. Oh, ein Schmetterling. Hey, das ist schön. Wunderschön. Wunderschönes Teil. Wow. Super, ja, sehr geil. Awesome. Sie haben ihn gefangen genommen, hä? Glaub, da mischen wir nicht ein. Die, 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 die
Das nehmen wir alles im Vorbeigang noch mit. Di-di-dim. Di-dim. Pflück, pflück. Hui, wer ist da? Ja, den möchte ich nicht in den kämpfen. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ja, ist gut. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Aha. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Okay, ich weiß auch so, hä? Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Aha. Also. Wir können den Ries noch plündern, drei Pfeile. Okay. Ui. Ja, wir gehen gerade auf Weisslauf. Dann nehmen wir noch die Flöte mit. Da zeige ich euch dann mal, was, mit der, was es mit der so auf sich hat. Schon noch ein bisschen Überraschung. Mögen die Monde uns beschützen. Ich hoffe nicht, dass wir einem von ihnen auf der Straße begegnen. Ja, das ist die Katschi. Wir werden dann herausfinden, wie schnell wir alle rennen können. Wie sagt das Sprichwort? Man muss nicht schneller als der Drache sein. Man muss nur schneller als seine Freunde sein. Ah ja. Khajiit ist nur eine Wache und hat nichts zu verkaufen. Er hat, glaube ich, etwas zu verkaufen da. Werft einen Blick darauf. Was hast du Schönes? Ein Besen? Bier? Nachtsicht für 300 Sekunden. Dietrich, die nehmen wir auch. Die kann man gerne brauchen. Heißen doch der Glut. Ja, was ist das? Was ist das? Ein gebratenes Ziegenbein. Den Orkerzahn nehmen wir mit. Kuhfell. Ja, ein bisschen. Die nehmen wir auch mit. Pferdefell. Was ist das für ein Ring? Ah, Magica. Skuma. So, ich glaube, da haben wir alles. Okay. Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Ein Geschäftsmann, hä? Die Khajiit
kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Cyrodiil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. Oh. Okay. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Kaji okay. ist nur eine Wache und hat nichts zu verkaufen. Okay. Jetzt bist du für einen. Da reden wir dann schon mal mit dem. So, jetzt können wir auf Reislauf fischen. Ich sehe da, das ist grafisch super geil. Diesen Bäumen, diesem Zeug. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Okay. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ich habe Nachrichten von Helden über den Drachenangriff. Jawohl. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Okay. Gehen wir auf Weißlauf. Jetzt schauen wir, ob ich hier die Ladensequenz ein bisschen rausschneide. Das geht ein bisschen lang. Weißlauf entdeckt, okay. Okay. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen... Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Kein Wunder. Diese Graumähen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Ataela ist schon wieder da. Zurück vom... Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Vom Riesentöder. So, jetzt tun wir da gerade heute... die Schädel... loswerden. Ich werde da das ganze Spiel übergängen, alle Knöchel. Das dort liegen lassen. Ihr wollt es zurück, oder? Nein. Hier. Nein, ich will es nicht wieder. Orkerzahn. Jetzt habe ich es extra davor geschossen. Schelle. So. Aber ich probiere dann da das. Das ganze Ding zu füllen mit Skeletten, so, ja, es wird heiss. Cool. Ja? Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Das sieht heiss aus. Jetzt gehen wir zuerst gleich zum Jarl. Ich
Aber das dann im nächsten Fall. Okay, okay, tschüss. Mm-hmm.